Guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Veranstaltung der Reihe Encounters, New Perspectives on Asia, America and Europe. Ich begrüße Sie auch im Namen von Professor Barbara Mittler, der Direktorin des Center for Asian and Transcultural Studies, CATS. Mein Name ist Welf Werner, ich leite das Heidelberg Center for American Studies, das zusammen mit dem CATS diese Dialogreihe ins Leben gerufen hat. Die Veranstaltungen der Reihe schauen auf die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten des 21. Jahrhunderts, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China. Unsere Gäste beleuchten diese neue Konstellation und ihre Folgen für Deutschland und Europa. Sie gehen der Frage nach, wie sich die EU und ihre Mitgliedstaaten im Konflikt zwischen den beiden Großmächten positionieren, im Geiste der Interdisziplinarität der Asien- und der Amerika-Wissenschaften der Universität Heidelberg berücksichtigen sie dabei soziale und kulturelle wie auch politische und wirtschaftliche Prozesse. Heute Abend soll es um eine Frage gehen, die vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine leider sehr aktuell ist. Befindet sich die liberale Weltordnung in der Krise? Wir schauen auf die Rolle der EU, der USA, Russlands und Chinas und nicht zuletzt der Ukraine in diesem unmenschlichen Angriffskrieg Russlands. Ich freue mich sehr, dass wir mit Reinhard Bütikofer einen ausgewiesenen Experten für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen gewinnen konnten, der zudem in der Rhein-Neckar-Region verwurzelt ist. Wir begrüßen Sie, Herr Bütikofer, sehr herzlich an Ihrer Alma Mater, wo Sie in den 1970er Jahren Philosophie, Geschichte und zeitweise Sinologie studierten und als studentischer Vertreter vielfältige Funktionen innehatten. Wichtige Stationen der weiteren politischen Karriere von Reinhard Bütikofer sind weithin bekannt. Sie führten ihn 1988 von Heidelberg, wo er 3 Jahre als Fraktionsvorsitzender der Grünen-Alternativen Liste im Stadtrat arbeitete, in den baden-württembergischen Landtag in Stuttgart. Dort war er finanz- und haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Nach einer Familienpause wurde er 1997 Landesvorsitzender der baden-württembergischen Grünen, danach politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen und von 2002 bis Ende 2008 Bundesvorsitzender der Partei. Seit Juni 2009 ist Reinhard Bütikofer Mitglied des Europaparlaments. Dort ist er Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für internationalen Handel, Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zur Volksrepublik China und Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Reinhard Bütikofer ist zudem Mitglied im Europa-Transatlantik-Beirat der Heinrich-Böll-Stiftung und Mitglied des Deutsch-Chinesischen Dialogforums sowie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der European Council on Foreign Relations und des International Institute for Strategic Studies. Herzlich willkommen, Herr Bütikofer, und vielen Dank, dass Sie mit Ihrer breiten Expertise zu den Heidelberger Encounters beitragen. Reinhard Bütikofers Gesprächspartner auf dem Podium ist Florian Böller, ein Kenner der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik und Juniorprofessor für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen an der Universität Kaiserslautern. Zuvor war Florian Böller Postdoktorand am Graduiertenkolleg Autorität und Vertrauen des Heidelberg Center for American Studies und hat als Stipendiat und Gastwissenschaftler an der University of Wisconsin-Madison und im Minder the Gunzburg Center for European Studies der Harvard-Universität gearbeitet. In seinen zahlreichen Aufsatz- und Buchveröffentlichungen untersucht er neben den transatlantischen Beziehungen die Rolle von Vertrauen in der internationalen Politik, Fragen der US-Außen- und Innenpolitik sowie der Sicherheitspolitik.
Florian hat mit einer Arbeit zum US-Kongress und der demokratischen Kontrolle der militärischen Interventionspolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts promoviert. Seine Forschungsergebnisse finden sich in Zeitschriften wie dem British Journal of Politics and International Relations, European Political Science Review, Contemporary Politics, Parliamentary Affairs sowie East European Politics. Ich danke Ihnen alle, dass Sie zum dritten Gespräch unserer Reihe Encounters gekommen sind, das erste, das in Präsenz stattfinden kann. Und ich bin gespannt auf eine facettenreiche Diskussion über die Position der Europäischen Union, einer alten und einer neuen Supermacht im Angesicht des Krieges in Europa. Im Anschluss an das Podiumsgespräch wird es Gelegenheit geben, Fragen an unseren Gast zu richten. Und damit möchte ich Sie gern aufs Podium bitten. Ja, vielen Dank, lieber Welf, für die Einladung. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen heute gekommen sind. Vielen Dank, Herr Bütikofer. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, auch wenn die Themen, die wir besprechen werden, Welf hat es angedeutet, der Krieg in der Ukraine, alles andere als erfreulich sein wird. Wir hatten vorab besprochen, welche Themen wir besprechen werden. Vor allem eben im ersten Teil wollten wir uns über die Situation in der Ukraine unterhalten, dann auf die Beziehungen zwischen Europa und China eingehen und schließlich auch noch einen Blick auf die Zukunft richten der transatlantischen Beziehungen, was natürlich hier auch am Heidelberg Center for American Studies viele interessieren wird. Als wir das Gespräch geplant haben, war die Ukraine-Krise, der Krieg in der Ukraine, so noch nicht absehbar. Da war dieses Thema der Krise der liberalen Weltordnung vor allem verknüpft mit zwei Entwicklungen. Einerseits der Schwäche der USA, politisch, ökonomisch, sozial. Auf der anderen Seite der Aufstieg Chinas, ein größeres Selbstbewusstsein im sicherheitspolitisch-ökonomischen Bereich. Jetzt kann man sagen, dass diese Krise der Weltordnung mitten in Europa stattfindet, an der Frontlinie in der Ukraine durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und insofern ist das natürlich ein Thema, wo wir insbesondere einen Fokus richten wollen. Und deshalb möchte ich auch gleich mit der ersten Frage einsteigen, nämlich aus Ihrer Perspektive mit dem Blick aus Brüssel, tut Europa genug in dieser Situation und wie bewerten Sie die Rolle Europas in diesem Krieg, in diesem Konflikt? Erstmal lassen Sie mich das sagen. Vielen Dank einfach für die Gelegenheit zu diesem Gespräch und Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich vermute, von außerhalb Europas, aus der Perspektive derer, die mit dieser, Anführungszeichen, liberalen Weltordnung ihren Frieden nicht machen wollen, ist deren Schwäche wahrscheinlich deutlicher gewesen als für uns selbst. Xi Jinping zum Beispiel redet jetzt schon seit einiger Zeit darüber, dass es große Veränderungen gäbe in der Welt, wie sie seit 100 Jahren nicht stattgefunden hätten, und interpretiert das so mit der Wiederaufnahme eines Motivs von Mao Zedong: der Osten steigt auf, der Westen steigt ab. Und ich glaube auch, der russische Präsident hätte seine verbrecherische Politik gegenüber der Ukraine so nicht in Gang gesetzt, hätte er nicht auf die Schwäche dieser Ordnung gerechnet. In Deutschland haben wir eine neue Regierung, die sie erst noch finden muss. In Frankreich einen Präsidenten, der gerade Wahlkampf führt. In den USA einen Präsidenten, der Schwierigkeiten hat, die Nase über Wasser zu behalten angesichts der innenpolitischen Zerwürfnisse. Das ist eine glänzende Gelegenheit. Und gegen diese Erwartung und
gegen viele Expertenvoraussagen ist das völlige Zerbröseln ausgeblieben, im Gegenteil. In China gibt es heute immer noch viele Beobachter, die davon reden, Europa würde durch diesen Krieg geschwächt und die USA von China abgelenkt, das kann alles nur gut sein. Der ehemalige Chefredakteur der Global Times, Hu Xijian, hat ganz offen gesagt, dieser Krieg ist für China gut. Aber es gibt inzwischen auch Stimmen, die an dieser Perspektive zu zweifeln angefangen haben. Und es gibt auch in Russland Stimmen, die zweifeln daran, dass dieses Kalkül aufgehen kann. Und ein entscheidender Faktor dabei war, dass die Europäische Union, von der wir alle gelernt hatten, dass sie ja niemals zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in der Lage sein würde, wenn wir nicht erst mindestens das Einstimmigkeitsprinzip für diesen Bereich hinter uns lassen, hat mit erstaunlicher Kraft, Geschlossenheit und Geschwindigkeit sich zum Akteur gemacht und dabei ein Maß an Gemeinsamkeit mit unserem transatlantischen Partner in Washington zustande gebracht, das jetzt so beschrieben wird von einem Autor, von dem ich gerade was gelesen habe, in China, plötzlich ist die EU geschlossener als je. Und die transatlantischen Beziehungen sind enger, als sie lange waren. Das war natürlich eine Reaktion unter diesem dramatischen Schock dieser nicht nur brutalen, sondern auch ganz fundamental revisionistischen Aggression. Es geht ja bei Putins Krieg nicht einfach nur darum, nur in Anführungszeichen darum, der Ukraine die nationale Souveränität wegzunehmen, ihr die Existenz zu bestreiten, sondern es geht um viel mehr. Es geht um die ganze europäische Architektur. Es geht um die Prinzipien der internationalen Politik überhaupt. Und das ist, glaube ich, in den Hauptstädten angekommen und hat dann dazu geführt, dass es ja auch bei uns in Berlin in wichtigen Fragen ein außerordentlich schnelles Umdenken gab, das konsequent umzusetzen immer noch schwerfällt, aber jedenfalls mit dem wir eine neue Richtung eingeschlagen haben. Und ich würde sagen, indem auch die Union immer wieder mit neuen Schritten agiert. Heute zum Beispiel ist im Europäischen Parlament beschlossen worden, dass man, und zwar mit überragender Mehrheit von ungefähr 500 Stimmen dafür und weniger als 40 Stimmen dagegen, dass man für den Kandidatenstatus der Ukraine eintritt. Mit vergleichbaren Mehrheiten ist beschlossen worden, dass das Europäische Parlament dafür ist, jetzt nicht nur Kohle, sondern auch ein Kohle- und Öl- und Nuklearbrennstoffembargo sofort zu verhängen und Gas so schnell wie es irgend geht. Ich glaube, die EU hat sich da der Herausforderung gewachsen, gezeigt, obwohl eigentlich niemand jetzt den Anspruch erheben kann, er oder sie habe sozusagen die europäische Flagge vorangetragen. Und interessant war dabei meines Erachtens, wenn Sie mich das noch sagen lassen, dass diese Stärke sich auch daraus ergeben hat, so scheint es mir jedenfalls, dass unterschiedliche europäische Akteure für sich aktive Rollen gefunden haben. Traditionell ist die EU so ein politischer Entscheidungsmechanismus, in dem die Deutschen und die Franzosen sich irgendwie verständigen und dann muss es für den Rest auch irgendwie tragbar sein. Ein bisschen ironisch formuliert. In diesem Fall haben andere eine wichtige Rolle gespielt. Die Balten, die Polen. An diesem einen Sonntag hat sich der polnische Premierminister selbst nach Berlin eingeladen, um dem Kanzler die Leviten zu lesen. Das hat es in 300 Jahren nicht gegeben. Also
diese Dynamik hat dazu geführt, dass Europa wirklich da zusammengekommen ist. Und würden Sie sagen, dass diese Dynamik vielleicht auch ein Stück weit durch die Rolle Washingtons befördert wurde? Oder waren es die Europäer selbst? Ich denke da gerade an die Phase im Winter, Anfang des Jahres, als viele auch Washington Kriegstreiberei vorgeworfen hatten, als viele dort eben schon gewarnt haben, dass dieser Truppenaufmarsch ernst zu nehmen sei und dass in Deutschland zumindest viele so nicht wahrhaben wollten. Ich finde, in dieser ganzen Geschichte hat die Biden-Administration eine außerordentlich positive Rolle gespielt. Sie hat es auch zum ersten Mal geschafft, in einer Auseinandersetzung um das Narrativ, um die öffentliche Meinung, in die Vorhand zu kommen, indem man etwas ganz Ungewöhnliches gemacht hat, nämlich Geheimdienstinformationen auf den Tisch zu legen und zu sagen, das wissen wir aus unseren Quellen. Briten haben das dann nachgemacht und das hat Putin für seine aggressive Politik so ein Stück weit das Überraschungsmoment auch genommen und in dem Maße, in dem sich dann solche Analysen als wahr erwiesen haben, auch Glaubwürdigkeit produziert. Es war auch wichtig, dass Biden, das ganze Team Biden, Dinge richtig gemacht haben, die sie vorher zweimal schrecklich falsch gemacht hatten, nämlich beim Abzug aus Afghanistan und bei AUKUS, also diesem U-Boot-Deal mit den Australiern. Da hatte man die Europäer im Wesentlichen vor vollendete Tatsachen gestellt. Das war in diesem Fall gar nicht so, sondern man könnte fast sagen, so ein Prinzip, das George Herbert Walker Bush mal vor 30 Jahren formuliert hat, Partnership in Leadership, ist tatsächlich praktiziert worden. Auch wenn man die deutsche Seite teilweise vielleicht zum Jagen tragen musste mit Nord Stream 2 und der Ankündigung, diese auszusetzen vor dem Beginn des Konflikts. Lassen Sie mich nochmal da nachhaken mit Blick auf die Reaktionen der EU. Es ist ja auf jeden Fall unbestritten, dass die Einigkeit der EU erstaunlich ist für viele außenstehende Beobachter. Gleichzeitig stellt sich die Frage angesichts der Situation in der Ukraine, des fortdauernden Krieges, der schrecklichen Kriegsverbrechen, die Russland offensichtlich begangen hat und begeht dort, ob das genug ist und ob sozusagen die schärfsten Sanktionsmittel eben dann doch eingesetzt werden müssen, gerade mit Blick auf den Import von Gas. Sie haben da ja eine klare Position bezogen, dass Sie das auch fordern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr Parteikollege als Wirtschaftsminister Habeck lehnt das ab, wie auch weite Teile der Bundesregierung. Wie erklären sich diese Differenz, einerseits innerhalb Ihrer Partei, aber eben auch im Vergleich zum EU-Parlament und der Bundesregierung? Sie haben gesagt, man habe Berlin zum Jagen tragen müssen. Bei Nord Stream 2 habe ich selber viele Jahre lang getragen. Ja. Bis dann Olaf Scholz mit dem kühlsten denkbaren Pragmatismus da den Hebel rausgemacht hat, als es einfach nicht mehr anders ging. Deutschland hat in dieser ganzen Sache eine weniger als rundum positive Rolle gespielt. Deutschland hat schon im Zusammenhang mit Nord Stream 2, im Zusammenhang mit den Diskussionen vor Beginn des aktuellen Krieges, meines Erachtens extrem viel Glaubwürdigkeit verloren bei europäischen Partnern, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, aber auch anderwärts, auch in Washington, weil Deutschland den Eindruck, ich sage es mal vorsichtig, den Eindruck mindestens zugelassen hat, dass man deutsch-russische Sonderbeziehungen als einen höheren Wert betrachtet, als die Solidarität mit osteuropäischen Partnern. Fürst Schwarzenberg hat kürzlich mal gesagt,
Seit den Napoleonischen Kriegen habe man in Mittel- und Osteuropa die Deutschen ständig im Verdacht, im Zweifel, mit den Russen Sondergeschäfte zu machen. Und das habe Berlin in dieser ganzen Zeit immer wieder bestätigt. Und ich glaube, man muss selbstkritisch sagen, das ist wohl mindestens teilweise so. Es wurde zwar eine Zeitenwende verkündet, ohne noch viel darüber zu reden, warum man die in Berlin erst so spät mitgekriegt hat, während das andere vorher schon haben kommen sehen. Aber dann wurde die Zeitenwende doch auch durch Zögerlichkeiten verstolpert. Die Süddeutsche Zeitung hat gestern im Kommentar geschrieben, Scholz stolpert seiner Zeitenwende hinterher. Dass zum Beispiel bestimmte, nachdem die meines Erachtens richtige Entscheidung getroffen worden war, der Ukraine tatsächlich Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern, was ja nach internationalem Recht zum Beispiel durch Artikel 51 der UNO-Charta gedeckt ist. Ja, aber ein großes Tabu war für die... Aber ein großes Tabu war nicht nur für die Grünen oder die Sozialdemokraten, sondern für die ganze deutsche politische Kultur. Ein jahrzehntelanges Tabu war, nachdem man das Tabu richtigerweise gebrochen hat, hat es dann aber immer wieder diese unschönen Erfahrungen gegeben, dass halt doch nicht effektiv geliefert wird. Und ich glaube, im Moment findet ein bisschen versteckt so eine Debatte statt, die nicht offen ausgetragen wird, die vielleicht gewinnen würde, wenn sie offen ausgetragen würde, über die Perspektive. Worum geht es eigentlich? Ja. Es sind ja einige Politiker von dem ukrainischen Botschafter, der sich manchmal auch gezielt undiplomatisch benimmt, bezichtigt worden. Sie hätten gesagt, euch müssen wir nicht helfen. Ihr habt ja sowieso nur ein paar Stunden. Das war angeblich der Finanzminister. Das wurde Lindner zugesprochen, der Spruch. Ich habe auch von anderen sowas gehört. Dann haben sich die Ukrainer mit großer Entschlossenheit verteidigt und auch zunehmend erfolgreich, auch weil sie diese Unterstützung bekommen haben. Und Deutschland ist ja inzwischen, glaube ich, der zweitgrößte Waffenlieferant für die Ukraine geworden. Zweiter oder drittgrößter? Also nach den Amis auf jeden Fall. Aber wo soll's hin? Ja, und erst langsam hat sich so die Grund, also erst war es einfach nur das Erschrecken über die Aggression und man muss den Überfallenen helfen. Aber dann, ja, wir wollen verhindern, dass Putin den Krieg gewinnt. Und die russische Seite hat ja jetzt mehrfach öffentlich erklärt, es bleibt bei dem Ziel, die Ukraine von der Landkarte zu streichen. Aber wollen wir, dass die Ukraine gewinnt? Ich glaube, wir müssen wollen, dass die Ukraine gewinnt. Aber ich glaube, das ist noch nicht unbedingt das Denken, auf das wir uns alle geeinigt haben. Wenn wir das wollen, dann müssen wir auch Marder liefern, zum Beispiel. Also mehr tun auch im Sinne von Waffenlieferungen und offensiven Waffen oder zumindest Waffen, die offensiv eingesetzt werden können, was man eben. Und dann müssen wir auch mehr tun bei der Energie. Und da will ich jetzt dem Robert Habeck die Stange halten, ein Stück weit. Ich glaube, das Problem, das der hat, ist nicht, dass man nicht jetzt den Gashahn zudrehen könnte. Jetzt wird es wieder wärmer, die nächsten 6, 7, 8 Monate wird das kein Problem. Aber 27% ungefähr des Gases, das wir importieren, gehen in die deutsche Industrie, Grundstoffindustrie, Chemieindustrie, Glasindustrie und so weiter. Und Habeck stellt die eine Frage, die ich nicht für unmoralisch halte, sondern die ich für eine verantwortliche Frage halte. Können wir als politisch wirksamer Akteur den Widerstand gegen Russlands Aggression
erfolgreich mit unterstützen, wenn wir durch die Art, wie wir das anpacken, uns intern so viele Schwierigkeiten schaffen, dass faktisch die Geschlossenheit, die Übereinstimmung mit diesem Ziel daran zerbricht. Und wenn jetzt einer sagt, und da sind die Wirtschaftswissenschaftler ja uneins, das bringt vielleicht einen Einbruch von 2% Wachstum, ne, würde man sagen, also das kann ja wohl nicht ein Gegengrund sein, aber wenn andere sagen, dass es 6% oder mehr Wachstumseinbruch gibt und das möglicherweise sozusagen eine richtige sozusagen Kernschmelze bestimmter Industrien stattfindet, ja, dann ist die Frage, ob das gut ist. Und deswegen finde ich, das ist eine verantwortliche Herangehensweise. Ich glaube nur, auf der anderen Seite steht eben auch diese moralische Verantwortung und die Verantwortung, dass je länger wir der Ukraine nicht nach allen Kräften helfen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie erfolgreich in dieser Sache sind. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man eben da drauflegen muss, dass man alles das machen muss, was das Europäische Parlament heute beschlossen hat. Es gibt ja vor allem Politikwissenschaftler, die sich mit Sanktionen beschäftigen, äußern zum Teil ein Argument, was man vielleicht nicht so einfach wegwischen kann, dass Sanktionen tendenziell nicht das bewirken, was man haben möchte, nämlich eine Verhaltensänderung des Ziellandes. Aber da würden Sie sagen, es muss dieses Signal geben und es kann möglicherweise doch einen Effekt haben bei Russland. Ich rechne überhaupt nicht auf eine Verhaltensänderung des Diktators Putin. Ich glaube, der lebt in einer ganz eigenen Welt, in der ein imperialer Wahn das Einzige ist, was für ihn zählt. Ich rechne darauf, dass man, wenn man den Ukrainern hilft, sich wirksam zu verteidigen, also jetzt zum Beispiel als nächste Stufe zu verhindern, dass die russischen Truppen ihre Großoffensive im Donbass erfolgreich führen können. Und wenn man Russlands ökonomische Stärke so massiv schädigt, dass die Handlungsfähigkeit des Regimes Putin dadurch wirksam eingeschränkt wird, dann ändern sich die Rahmenbedingungen, unter denen Putin handeln kann, unabhängig davon, wie er handeln will. Das wäre das Kalkül. Lassen Sie uns ein bisschen in die mittelfristige Perspektive gehen. Sie hatten jetzt gerade gesagt, dass der Aufnahmeantrag der Ukraine große Unterstützung findet im Europäischen Parlament, auch wenn das jetzt noch nicht absehbar ist. Für wie realistisch halten Sie diese Beitrittsperspektive, gerade auch mit Blick auf die sicherheitspolitischen Konsequenzen, die das hätte, wenn die Ukraine Mitglied der Europäischen Union perspektivisch wäre? Ich glaube, den Kandidatenstatus wird es geben. Da ist ja die Kommission noch beauftragt, vom Rat eine Analyse vorzulegen. Die hat gesagt, bis Juni will sie da entsprechende Vorschläge auf den Tisch legen. Gleichzeitig haben ja auch Moldau und Georgien entsprechende Anträge gestellt. Die sollen dann wohl auch analysiert werden. Also ich glaube, den Kandidatenstatus wird es geben. Und wie lange das dann dauert, das kann man schwer voraussagen. Wir haben inzwischen eine Methode entwickelt für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen, die sehr flexibel ist, mit der man sehr beschleunigen kann, wenn es auf einem guten Weg ist, und bei der man aber auch den Rückwärtsgang einlegen kann, wenn es auf Abwege gerät. Das ist eigentlich mit Blick auf den Westbalkan so neu verhandelt worden, unter Druck der Franzosen. Und ich glaube, dass das jetzt viel Flexibilität bieten würde für Verhandlungen mit der Ukraine. Ich glaube, dass wir im Moment natürlich nicht sagen können, ob die Ukraine jemals Mitglied der EU wird. Ich denke, es gibt fundamental zwei recht einfach gegeneinander zu stellende Alternativen. Wenn Putin siegt, wird es nicht der Fall sein.
Wenn Putin verliert, wird er die Kraft nicht haben, das zu verhindern. Naja, man kann sich ja auch eine Zwischensituation vorstellen, eine Art von Frozen Konflikt, der über Jahre und Jahrzehnte vielleicht andauert, wie wir ihn an anderer Stelle ja auch kennen, den Putin in Zypern zum Beispiel immer wieder anfeuern könnte. Und gerade mit Blick auf die Beistandsklausel im EU-Vertrag wären die europäischen Partner, die Mitgliedstaaten der EU, ja zur militärischen Beistandspflicht dann auch verpflichtet. Falsch. Der Artikel 42.7 des EU-Vertrages sieht keine militärische Beistandspflicht vor. Aber eine Beistandspflicht. Eine Beistandspflicht, aber keine militärische. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen 42.7 und Artikel 5 der NATO-Charta. Ja. Und die NATO-Charta würde das auch nicht vorsehen, militärische Beistandspflicht. Sieht auch in Artikel 5 nur eine Beistandspflicht vor. Wie die dann aussieht, sozusagen schreiben zur Mitleidsbekundung oder militärische Hilfe, ist ja auch sozusagen eine politische Entscheidung. Naja, aber das ist durch die Praxis sozusagen interpretiert, zum Beispiel durch unsere Entscheidung, Artikel 5 gegenüber den USA im Falle Afghanistan anzuwenden. Aber man kann ja jetzt praktisch schon sagen, alle Länder der Europäischen Union leisten Beistand für die Ukraine. Mhm. Alle, sogar die Kleinen. Oder die vielleicht sogar noch mehr proportional. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass man aus diesem Artikel 42.7 da irgendwie eine Hürde konstruieren muss in der Diskussion. Nicht unbedingt eine Hürde, aber vielleicht eben wissend, was auf die EU zukommen kann in dem Sinne. Ich glaube, die EU hat eine wesentliche Lehre verstanden in diesem Konflikt, in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, die wir schon mal gelernt hatten, als nach dem Ende des Warschauer Pakts die Frage stand, ob man die EU und übrigens auch damals die NATO erweitern sollte, ob man Polen, die baltischen Länder, die Rumänen und so weiter aufnehmen sollte. Die Lehre hieß: Wenn wir Grauzonen der minderen Sicherheit zulassen zwischen Russland und der Europäischen Union, dann werden das Herde der Instabilität sein. Und deswegen hat man das Begehren dieser Länder, die das aus demselben Grund selber wollten, schließlich positiv beantwortet. Und jetzt lernen wir, dass dasselbe für die Ukraine gilt. Wenn wir zulassen, dass die Ukraine sozusagen eine Zone minderer Sicherheit ist, dann wird das ein Herd von Instabilität, und das erleben wir gerade. Und deswegen muss, glaube ich, die Konsequenz sein, der Ukraine gegenüber, sie in die europäische Solidarität zu nehmen. Mit Blick auf diese Folgen, die Sie ansprechen, oder auch die Signalwirkung dieser Sicherheitsarchitektur in Europa, würde ich gerne zu dem zweiten Themenblock kommen, nämlich dem Verhältnis der EU zu China. Man könnte ja die These aufstellen, dass China sehr genau beobachtet, was mit dem Ukraine-Krieg passiert, wie sich die EU verhält, wie insgesamt sozusagen die Resilienz der Demokratien, wie da die Resilienz bestellt ist, wie stark Demokratien sich selbst verteidigen können, um möglicherweise dann auch zu lernen für einen Konfliktfall mit Blick auf Taiwan. Sehen Sie die Gefahr oder ist das übertrieben? Ich glaube, Sie haben völlig recht, dass China im Moment sehr aufmerksam draufschaut und beunruhigt ist davon, was man sieht, von Peking aus. Aber vielleicht muss ich erst sagen, wo ich China überhaupt stehen sehe in dieser Sache. Ja. Die Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin haben am 4. Februar einen Pakt geschlossen. Josep Borrell, der hohe Beauftragte der EU für Außenpolitik, nennt es eine revisionistische Charta, mit der sie eine Freundschaft ohne Grenzen angekündigt haben. Das ist seither mehrfach bekräftigt worden. Das ist ein Bündnis,
Das gründet auf gegenseitigen Interessen und gemeinsamen Aversionen, gemeinsamen Feindbildern. Und das gemeinsame Feindbild ist die multilaterale Ordnung, die internationale Ordnung, die eine Ordnung auf der Basis des Prinzips der Herrschaft des Rechts sein soll. Ja. Und die beiden Autokraten haben sehr selbstbewusst angekündigt, dass sie eine andere Weltordnung wollen, eine multipolare Weltordnung, in der jeweils die Großmächte über ihre Hinterhöfe verfügen. Also sozusagen die globale Wiederkehr des 19. Jahrhunderts mit chinesischen und russischen Charakteristika. Ich glaube, dass man deswegen sagen muss, alle Hoffnung, man könnte China von Russland weglocken oder Russland von China weglocken, ist reine Illusionsmacherei. Das sind die neuen zwei Achsenmächte, die einen gemeinsamen Feind haben, die deswegen nicht im Gleichschritt marschieren. Und China ist es nicht angenehm, wenn es das Risiko sieht, dass man jetzt dafür bezahlen soll, dass man mit Putin im Bett ist. Aber die deswegen an dieser strategischen Achse festhalten, und chinesische Kommentatoren haben das relativ offen gesagt, warum sollten wir Putin fallen lassen, wenn er die Armees schwächt? Und die chinesische Position ist inzwischen so weit entwickelt, dass von Peking aus auch bestimmte Grundprinzipien der europäischen Ordnung aktiv in Zweifel gezogen und in Frage gestellt werden. Das war einmal der Fall bei der Auseinandersetzung mit Litauen, oder? In Litauen, als Litauen ein Zabanbüro aufmachte, so wie es die meisten EU-Länder schon haben, und Peking unbedingt nicht wollte, dass dieses Büro zustande kommt, unabhängig vom Namen, und dann versucht hat, die Litauer ökonomisch zu erpressen und dann so weit ging, mit Sekundärsanktionen faktisch den heiligen Gral des Integrationsprojektes, nämlich den gemeinsamen Binnenmarkt, direkt anzugreifen. Das ist schon was Erhebliches. Und das Zweite ist, in der Erklärung von Putin und Xi hat sich China auch zu eigen gemacht, die russische Position gegen eine NATO-Erweiterung, was faktisch bedeutet, China stellt sich auf den Standpunkt, die europäischen Prinzipien von Helsinki und Paris, die jedem europäischen Land unter Zustimmung Russlands übrigens, beziehungsweise der Sowjetunion zugesichert haben, dass seine eigenen Bündnisse suchen darf, die werden von China aus in Frage gestellt. Das heißt, China hat sich auf eine Position begeben, in der es sich nicht mehr scheut, die Europäer konfrontativ anzugehen. Und im jüngsten EU-China-Gipfel, der am 1. April stattfand, die Amis sagen April Fool's Day Summit, hat auch Xi Jinping da eine sehr klare Sprache gesprochen. Er hat sich gegenüber Europa nicht mehr einer partnerschaftlichen Sprache bedient, sondern er hat mit den Europäern geredet wie der Erziehungsberechtigte, der ein ungebärdiges Kind zurechtweist. Ihr lauft den Amis hinterher, ihr lasst euch von den Amis an den Strippen ziehen, ihr habt noch gar kein eigenes Bild von China, jetzt macht das mal, werdet mal autonom. Ich glaube deswegen, die Vorstellung einer langfristigen, strategisch verlässlichen Partnerschaft mit China gehört der Vergangenheit an. Der amerikanische Präsident Obama hat mal gesagt, dass Russland eine Regionalmacht mit Atomwaffen sei. Das war natürlich despektierlich gemeint, aber dämlich war es auch. Vielleicht auch provokant. Aber der Vergleich zwischen Russland und China zeigt ja doch, dass China ein ganz anderes Gewicht hat, ökonomisch, weltpolitisch. Wenn man jetzt aus dem Ukraine-Krieg die Konsequenz zieht,
dass man sich als EU, aber insbesondere auch als Deutschland nicht abhängig machen darf von Diktaturen, von autokratischen Systemen, dann müsste das ja auch für China gelten. Aber ja. Ist es da nicht so, dass wir systematisch unterschätzen, wie abhängig die eigene Wirtschaft inzwischen ist von China? Und hätten wir da überhaupt diese Möglichkeiten, die man jetzt gegenüber Russland vielleicht noch hat, trotz der Schwierigkeiten, die schon jetzt diese Diskussion zum Beispiel über Gasimportstopp zeigen? Ohne jeden Zweifel ist China ökonomisch für uns viel, viel, viel wichtiger als Russland je war oder sein wird. Keine Frage. Aber die Abhängigkeit Europas und speziell die Abhängigkeit Deutschlands von China wird überschätzt, nicht okay. unterschätzt. Kann erstmal sozusagen eine Annäherung mit Zahlen versuchen. Wir haben ungefähr 8% unseres Gesamtexports nach China. Japan, Südkorea über 20, Australien war über 30. Es gibt einige große Konzerne, die haben in der Tat so viele Eier in diesen einen chinesischen Korb gepackt, dass sie sich jetzt wirklich fürchten müssen, da trampelt einer drin rum. Volkswagen, Allianz, BASF wahrscheinlich auch. Aber insgesamt, glaube ich, kann man von einer einseitigen Abhängigkeit noch nicht reden. Jedenfalls nicht im Sinne von, dass es unüberwindlich sei. Lässt sich natürlich nicht vorstellen, dass man jetzt nach Wolfsburg geht und sagt, mach mal auf dem Absatz kehrt. Das ist schon klar. Also, und dass insbesondere die deutsche Vorzeigebranche oder früher mal Vorzeigebranche Automobil von China insgesamt sehr abhängig ist, das ist schon wahr. Aber es gibt auch chinesische Abhängigkeiten von uns. Es gibt zum Beispiel eine Zahl von der Europäischen Handelskammer in Peking, wonach ungefähr 40% aller Hightech-Produkte, die man in China findet, aus Europa kommen. Und das ist gerade für die Deutschen jetzt jahrzehntelang eigentlich sozusagen die Stärke gewesen, dass unsere Hightech-Produkte und unsere Luxuskarossen in China besonders gesucht waren. Und da China sieht, dass die USA zunehmend auf Konfrontation gehen, ist China umso mehr interessiert, sozusagen den Draht zu Europa zu halten. Das heißt jetzt aber nicht, dass man sich zur Ruhe setzen sollte oder sagen sollte, es ist alles in Butter. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch gesehen haben, dass solche auch nur sektoralen Abhängigkeiten gefährlich werden können, als wir keine Masken hatten. Oder als vor 10 Jahren China sich entschlossen hat, wegen eines Konfliktes mit Japan um die Senkaku-Inseln oder Diaoyu-Inseln den Export von seltenen Erden mal kurzerhand zu kappen. Da haben wir gemerkt, was Abhängigkeiten bedeuten. Lange Zeit ist das bei uns nur sozusagen von Thinktanks reflektiert worden oder ansatzweise in der Politik und in den Kommandozentralen der Wirtschaft, manchmal zur Verzweiflung der Verbände wie BDI oder VDMA, die da schon länger weiterdenken, nicht wirklich angekommen. Ich habe aber jetzt aus jüngeren Umfragen so Zahlen gesehen, die man so lesen muss, dass diese russische Erfahrung jetzt auch chinesisch reflektiert wird in den Unternehmen. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Strategie, systematisch diese einseitigen Abhängigkeiten zurückzubauen. Das heißt nicht eine Abkopplungsstrategie, davon halte ich nichts, das wäre nicht in unserem Interesse. China verfolgt zum Teil sehr rabiat eine Abkopplungsstrategie. China verfolgt eine Strategie und ich glaube, das wird noch stärker werden, jetzt unter dem Eindruck der Erfahrung des Ukraine-Krieges, sich selber unabhängig zu machen. Es gibt schon diese Strategie der sogenannten doppelten Zirkulation, die auch in den 14. Fünfjahresplan aufgenommen worden ist, wonach es das Ziel ist, Chinas
nicht von ausländischer Technologie abhängig zu sein, sondern Ausländer von China abhängig zu machen. Und das wird sicherlich in China unter dem Gesichtspunkt, wie könnten wir eventuell, wenn wir mal in so einen Großkonflikt mit Europa oder den USA kämen, wie könnten wir mehr Resilienz zeigen, als Putin jetzt kann. Ja. Und daraus wird sich eine Verschiebung des Verhältnisses ergeben. China wird noch mehr sozusagen für uns Türen zumachen. Und ich glaube deswegen, dass wir dieser Selbstverständlichkeit, die lange zu gelten schien, je mehr du am chinesischen Markt engagiert bist, desto sicherer bist du aufgestellt, dass wir der nicht mehr hinterherlaufen können. Ja. Mhm. Damit wir auch noch ein paar Fragen aus dem Publikum besprechen können, würde ich gerne jetzt auf den dritten Themenaspekt kommen, der aber ein Stück weit anschließt an das, was Sie zuletzt gesagt haben, nämlich die transatlantischen Beziehungen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja möglicherweise absehbar ist, dass sich die EU positionieren muss in einem sich verschärfenden, in einer verschärfenden Rivalität zwischen den USA und China in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten. Vor diesem Hintergrund, wie nachhaltig ist diese Stärkung der transatlantischen Partnerschaft, die Sie auch angesprochen haben, dieser enge Schulterschluss zwischen Europa und den USA unter der Biden-Administration, wie tragfähig ist das? Es gibt zweifellos diesen Hegemonialkonflikt zwischen den USA und China. Aber die internationale Situation nur im Spiegel dieses Konfliktes zu beschreiben, wäre falsch. Es gibt auch zwei weitere Dimensionen, die wir ins Auge fassen müssen. Das eine ist die Dimension des Systemkonfliktes zwischen Autoritarismus und Demokratie. Und das andere ist die Dimension des Konfliktes zwischen einer multilateralen Rechtsordnung und der Rückkehr der klassischen Großmachtpolitik, so wie das Thukydides in seinem Peloponnesischen Krieg den athenischen General formulieren lässt, der den unterlegenen Melian sagt, der Starke handelt, wie er will, der Schwache leidet, wie er muss. So. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die wollen nur den Großmachtkonflikt sehen und tendieren deswegen dazu zu sagen, wo ist da eigentlich unser Bier? Wir sind weder die eine noch die andere Großmacht, soll da nicht Europa sich raushalten. Wenn man diese zwei anderen Dimensionen nicht ignoriert, kann man zu so einer Position überhaupt nicht kommen, mal ganz abgesehen davon, dass es schon Unterschied macht, ob die Supermacht gewisse gemeinsame Werte mit uns teilt oder nicht, oder ein totalitäres System repräsentiert. Auch das macht einen Unterschied. Aber ich glaube, insgesamt ist das nicht sozusagen wie eine Art Fußballspiel, wo wir als Europäer zugucken, wer schießt denn mehr Tore, sondern wir sind da mitgefragt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube, dass wir nicht drauf setzen können, dass Biden 24 wiedergewählt wird. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich war gerade in Washington und habe mit Pollsters geredet, auch republikanischen, die geben dem Trump im Moment bestenfalls 50-50. Also nicht so eine überragende Chance, aber das heißt auch, es ist an den Karten. Mhm. Und trotzdem glaube ich nicht, dass die Vorstellung, dass im Falle einer Rückkehr eines Republikaners ins Weiße Haus sozusagen jetzt die transatlantische Gemeinsamkeit sich in Luft auflösen würde, dass die realistisch ist. Aus zwei Gründen glaube ich es nicht. Erstens, faktisch haben die Europäer und jetzt gerade auch in diesem Krieg eine Reihe von Schritten unternommen, um die die Amis uns die ganze Zeit angebettelt, beziehungsweise zu denen sie versucht haben, uns zu treiben. Nämlich selber wesentlich wirksamere Beiträge zur gemeinsamen Sicherheit. Zweitens, selbst wenn kein Fan von Allianzen im Weißen Haus sitzt,
gibt es trotzdem noch die Interessen. Und die Interessen der USA und die Interessen Europas sind in wesentlichen strategischen Dimensionen so stark gleichgelagert, dass selbst ohne Allianz-Euphorie da eine Basis der Zusammenarbeit bleibt. Und meines Erachtens wird das insbesondere im US-Kongress so gesehen. Ich habe mit dem Republikaner, der im Auswärtigen Ausschuss Ranking Member ist, Reich, gesprochen, und der hat es ziemlich deutlich so gesagt und hat sich auch gar nicht gescheut zu sagen, da waren wir halt immer schon anderer Meinung als Trump und werden auch anderer Meinung bleiben. Also ich glaube, dass das nicht irgendwie mit wie ein Verhängnis sozusagen über uns herfallen wird, aber es setzt eine aktive europäische Politik voraus. Europa kann sich nicht hinstellen und warten, wie die USA für uns sorgen. Und Europa muss auch den Fehler vermeiden, so zu spielen, als wollten wir ein dritter Pol werden. Also es hat ja diese etwas belämmernde Diskussion um die sogenannte strategische Autonomie Europas gegeben, die in den USA systematisch auf Misstrauen gestoßen ist, weil das immer gelesen worden ist als auf Distanz gehen. Jetzt interessanterweise beim strategischen Kompass, der gerade verabschiedet worden ist, taucht die strategische Autonomie ein einziges Mal auf, und zwar in einem Satz, in dem sie zusammengenommen wird mit der strategischen Partnerschaft mit like-minded countries. Und ich glaube, das ist eine Position, die für Washington sehr akzeptabel ist, dass Europa eigenständige Gestaltungskraft gewinnt und die Partnerschaft nicht herabwürdigt. Ich glaube, ich wäre skeptischer, was die Folgen eines zweiten Trump oder der Wiederholung von Trumps Wahlsieg angehen. Gerade wenn man drauf schaut, welchen Schaden er angerichtet hat im Bündnis mit den Drohungen aus der NATO auszutreten. Natürlich gab es Gegenwind im Kongress. Aber es ist sozusagen ein ziemlich hohes Risiko, dass man da eingehen würde, wenn man darauf setzen würde, dass das keine Folgen hätte für die Allianz. Vor allem vor dem Hintergrund, was Sie ja auch gesagt haben, der Systemkonflikt zwischen Autokratien und Demokratien. Da steht ja jemand wie Trump und auch Teile der Republikanischen Partei inzwischen eher auf einem Pol in Richtung Autokratie und autoritärere Entwicklung, wie wir sie auch ja in Ungarn unter Orban sehen. Zweifellos. Und ich wollte jetzt auch nicht so verstanden werden, als wäre es mir egal, ob der Trump nochmal das Weiße Haus instand besetzt. Aber ich wollte auch nicht sozusagen, dass diese Fragen dilatorisch behandeln und sagen, jetzt lassen wir es mal dahingestellt. Ich bin dafür, dass man gestaltend daran geht. Aber es gibt aktive Arbeit an Gemeinsamkeiten, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel den transatlantischen Dialog über China, den Josep Borrell schon der Trump-Administration angeboten und jetzt mit Wendy Sherman realisiert. Zum Beispiel den Transatlantic Trade and Tech Council, wo die USA und die Europäer in 10 Arbeitsgruppen sehr konkrete Bemühungen unternehmen, zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel, wenn jetzt die Europäer mit der von Frau von der Leyen angekündigten Global Gateway Initiative eine europäische Antwort zu Belt and Road entwickeln und Biden seinerseits mit seiner Build Back Better World Initiative einen ähnlichen Impuls setzt und man die Chance hat, dann zusammen mit Indien, die da sehr interessiert sind, zusammen mit Japan, zusammen mit Australien, ASEAN und Südkorea, da ein Netzwerk von Trusted Connectivity Strategien zustande zu bringen. Da ändert sich was. Das ist nicht einfach abwarten, bis Trump wiederkommt, sondern da werden Handlungsoptionen entwickelt. Die größte Schwäche, die ich sehe gegenwärtig, ist, dass weder die Europäer insgesamt noch die USA im Moment genug Aufmerksamkeit geben der Entwicklung im globalen Süden.
Wir haben in der UNO-Generalversammlung 141 Nationen gehabt, die so gestimmt haben, wie wir auch gestimmt haben, zur Kritik an Russland. Und nur 35 Enthaltungen. Und nur 5, die mit Putin waren, Russland eingeschlossen. Trotzdem war die Zahl derer, die nicht Ja gestimmt haben, wenn man es mal nach Bevölkerungsgröße rechnet, die Mehrheit der Menschheit. Und man kann sehen, dass die chinesische Regierung, Wang Yi, Yang Jiechi, und dass die ganz aktiv dabei sind, so eine Art Southern Strategy zu entwickeln. Also die Diskussion in Europa abzukoppeln. Und sie sind dabei nicht ganz erfolglos. Indien hat sich eben auch enthalten und relevante andere Länder auch. Und wir können da grandiose Fehler machen. Wenn jetzt zum Beispiel, was ja zu befürchten ist, infolge dieses Krieges die Ukraine als Getreidelieferant in einem großen Umfang ausfällt, und internationale Organisationen sagen, für 45 Millionen Menschen droht da mindestens Nahrungsmittelknappheit, wenn nicht Hunger. Ja, dann können wir ignorant sein. Aber sozusagen, das wäre nicht nur moralisch unvertretbar, sondern das wäre auch strategisch ins chinesische Blatt gespielt. Naja, und auch Instabilität kreieren, die dann letztlich auf Europa zurückfallen könnte. Ich schaue schon mal so ein bisschen ins Publikum hinein. Vielleicht gibt es ja auch schon die eine oder andere Frage. Wir haben auch ein Mikrofon. Aber vorher wollte ich Ihnen dann noch eine letzte Frage vielleicht stellen, von der Seite her. Wenn sozusagen, wir müssen ja irgendwie mit dem Regime in Moskau, möglicherweise mit Putin, mit China weiter irgendwie zurechtkommen. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel hat im Tagesspiegel gerade formuliert, dass Sanktionen und Waffenlieferungen keine nachhaltige Strategie seien mit Russland. Wie gehen wir mit solchen Ländern um, die ja offensichtlich demokratische Werte nicht nur mit Füßen treten, sondern aktiv daran arbeiten, dass diese liberale Weltordnung nicht funktioniert? Erstens, wir fangen bei uns selber an. Präsident Reagan hat mal davon gesprochen, die amerikanische Demokratie sei the shining city on the hill. Kann man nicht gerade sagen. Und wir Europäer haben uns auch nicht überall mit Ruhm bekleckert. Wenn man sich nur anguckt, wie brutal zum Teil die Verweigerung einer fairen gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik sich auswirkt. Und wie wenig wir faktisch bereit sind, unsere Versprechungen an die G77, was Klimapolitik betrifft, dann tatsächlich materiell einzulösen. Also Shining City on the Hill ist nicht so richtig. Und tatsächlich ist nicht nur die internationale, ich glaube, Sie haben es eine liberale Ordnung genannt, angegriffen, sondern die Demokratie selbst ist angegriffen und muss sich erneuern. In den USA ist es in der Vergangenheit gelungen. Präsident Roosevelt hat gegen die Robber Barons eine Erneuerung durchgesetzt und Präsident Roosevelt dann mit dem New Deal und Präsident Johnson mit der Great Society. So, die Hoffnung muss aber sein, dass sozusagen solche Erneuerungen uns selbst gelingen. Das ist das Erste. Ja. Und das kann man nicht ersetzen, indem man gute Außenpolitik macht. Und das Zweite ist dann, glaube ich, dass wir aufhören müssen, unsere Politik, die sehr stark immer wieder hervorhebt, diesen Multilateralismus und die Rechtsordnung, so selfish
so selbstsüchtig zu interpretieren, wie wir das ganz überwiegend getan haben. Chinesische Emissäre laufen im Pazifik von Inselstaat zu Inselstaat und sagen, was hat euch denn die Rules-Based International Order wirklich gebracht? Bei uns seid ihr Vasallen, aber ihr kriegt was dafür. Relativ brutal und offen. Und ich glaube, das ist eine Dimension. Also wie schaffen wir, ich meine, wir reden jetzt nur über die Krise in den Kräfteverhältnissen und in den Machtblöcken, ja, und über die ganzen fundamentalen Krisen, die dem zugrunde liegen, haben wir gar nicht geredet. Aber wie schaffen wir es, eine Klimapolitik zu machen, in der Europa Partner ist für den globalen Süden und nicht nur für sich selber sorgt? Das ist eine Dimension, die in dieser Auseinandersetzung, glaube ich, enorm wichtig ist. Und dann wird man gegenüber China und gegenüber Russland und anderen autoritären Regimes meines Erachtens eine Politik machen müssen, drittens, die sagt, Handlungen haben Konsequenzen, Handlungen haben Kosten. Wir können nicht darüber entscheiden, ob Xi Jinping Hongkong die Freiheitsrechte nimmt, die man der Stadt bis 2047 versprochen hatte. Deng Xiaoping hat es sogar gesagt mal, das hat mir Martin Lee erzählt, der bei den Verhandlungen dabei war. Ja, und wenn nach 50 Jahren das noch nicht reicht, dann kriegt ihr nochmal 50 Jahre. So. Davon ist nichts übrig geblieben. Das können wir von außen nicht ändern. Aber wir können Xi Jinping deutlich machen, dass so etwas mit Kosten verbunden ist. Und das heißt zum Beispiel, dass die 10 europäischen Mitgliedsländer, die noch Auslieferungsverträge mit China haben, diese Auslieferungsverträge endlich mal beenden müssen. Ganz konkret. Das heißt, dass man Taiwan nicht alleine lässt. Lange Zeit ist Taiwan behandelt worden, so vielleicht habe ich es besonders eng gesehen, aber so wie so eine Art buckliche, entfernte Verwandtschaft, irgendwie demokratisch schon, aber auch ein Klotz am Bein, wenn es darum geht, mit China guten Handel zu treiben. Das mit der großen Perspektive der ökonomischen Konvergenz hat sich ja sowieso in Luft aufgelöst, aber jetzt ändert sich auch, glaube ich, die Wahrnehmung Taiwans, dass Taiwan ein relevanter Partner ist, Taiwan eine ausgewachsene Demokratie ist, nicht wie zu Chiang Kai-sheks Zeiten, dass Taiwan zum Beispiel im Management der Pandemie hervorragende Beiträge geleistet hat und deswegen man die Frage ernsthaft stellen muss, warum die bei der Weltgesundheitsversammlung noch nicht mal als Gast dabei sein dürfen. Und wir haben an dem Punkt auch die Politik der Bundesregierung geändert in der Koalitionsvereinbarung und uns zu einer Solidarität mit Taiwan bekannt. Und dann, Taiwan spielt auch ökonomisch eine Rolle im Halbleiterbereich zum Beispiel. Und ich glaube, dass man das auch klar machen muss, dass wir nicht einfach zurückschrecken. China verschiebt die roten Linien ständig. Was gestern noch selbstverständlich war, ist heute nicht mehr erlaubt. China versucht, den Politikraum auch für die Europäer einzuschränken. Jetzt ist zum ersten Mal ein Europäer, ein Brite, von Hongkong aus angeschrieben worden, er habe gegen das nationale Sicherheitsgesetz verstoßen, weil er in London was Kritisches über Hongkong gesagt hat. Also die Exterritorialisierung des Unterdrückungssystems wird sozusagen in die Wege geleitet. Da muss man einfach sagen, solche Handlungen haben Kosten. Das ist im Moment ein Denken, das wir lernen, das wir gerade lernen. Und das gegenüber China zu realisieren, wird eine große Herausforderung, viel größer als gegenüber Russland. Das hatten Sie eingangs gesagt, das ist völlig richtig. Aber wir müssen auf den Weg gehen. Okay, vielen Dank.
Gibt es Fragen? Ich sehe es nicht so gut, weil ich so ein bisschen geblendet bin, aber ich sehe da hinten eine Frage. Die Dame mit dem blauen. Moment. Ja, danke schön. Genau, vielen Dank erstmal für den sehr spannenden Vortrag bzw. das Gespräch. Ich hätte zwei Fragen, die ein bisschen auf Ihren letzten Punkt der politischen Kosten von Handlungen anspielen. Eine etwas konkretere und eine etwas offene vielleicht für Sie beide. Also ich würde mal mit der konkreteren anfangen. Sie hatten gesagt, im Moment liegen die Exporte nach China bei ungefähr 8% aus deutscher Sicht. Da beziehen Sie sich ja nur auf die Exportseite und Abhängigkeit ist ja in meinen Augen zumindest sehr viel größerer Begriff, was auch Importe angeht und auch zum Beispiel Investitionen der chinesischen Seite innerhalb Europas betrifft, also Foreign Direct Investment. Und ich habe den Punkt nicht so ganz verstanden, vielleicht könnten Sie den noch erläutern, wie man sozusagen sagt, okay, die staatliche Seite in Deutschland ist eher unabhängig von China oder unabhängiger, und es wird eher überschätzt, aber gleichzeitig ist die Privatwirtschaft meines Wissens nach sehr, sehr, sehr abhängig und die Konsumgesellschaft sehr, sehr abhängig von chinesischen Importen. Das wäre so die erste Frage. Und die zweite Frage ist etwas offener, eher hypothetisch. Könnten Sie sich beide vorstellen, dass so Putin, sobald er realisiert hat, dass seine geopolitischen Erfolge vielleicht nicht so schnell verlaufen, wie er sich das erhofft hatte, eventuell ein Teil seiner Strategie auch sein könnte, auszutesten, wie weit die EU und die USA wirklich gehen mit Sanktionen, wie weit sie wirklich in der politischen Lage oder auch in den Willen haben, die Ukraine tatsächlich zu unterstützen. Es gab ja zum Beispiel diese, in den Nachrichten haben Sie bestimmt mitbekommen, mit Rubelzahlungen und so weiter, und es gibt ja gar nicht so viele Rubel im Umlauf in der Weltwirtschaft. Also man hätte seine eigenen Sanktionen zurücknehmen müssen, um darauf einzugehen. Und da fand ich die Reaktion der EU sehr, sehr gut, dass man gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Inwiefern glauben Sie, das ist vielleicht Teil von Putins Strategie? Entschuldigung für die Länge der Frage. Nein, oder der beiden Dank, Fragen. Ich fange mit der zweiten an. Ich glaube, Putin hat heute weniger Handlungsoptionen, als er am Anfang zu haben glaubte. Er ist mehr unter Druck und nehme das Beispiel, das Sie da gerade zitiert haben, mit der Rubelforderung als ein schlagendes. Er hat sich ganz keck hingestellt und gesagt, ab sofort nur noch in Rubel. Und dann hat er faktisch den Rückzug angetreten und da irgendwie ein Mäntelchen drum gehängt. Aber faktisch hat er darauf verzichtet. Und ich glaube deswegen, dass seine Spielräume weiter sinken. Ich glaube auch, dass die intern nicht grenzenlos sind. Zu Beginn des Krieges gab es ja diese denkwürdigen Fernsehauftritte, wo Putin seine engsten Mitarbeiter irgendwie 6 Meter von sich entfernt platziert hat oder die wichtigsten Stützen seines Machtapparats wie Schulbuben vorgeführt hat im Fernsehen. Das war der Höhepunkt seiner personalen Macht. Ja. Im Verhältnis zu Putins personaler Macht von heute war ja die Sowjetunion mit ihrem Politbüro eine Art Staat mit Gewaltenteilung. Ne. So, und ich glaube nicht, dass diese Macht unbestritten bleibt. Deswegen gibt es jetzt auch diese Kommunikationslinie, also bis zum 9. Mai, dem Siegestag, müssen also Siege her. Ich glaube, da fängt was an zu wackeln. Das Zweite, die erste Frage mit den Abhängigkeiten, Sie haben natürlich recht, Abhängigkeiten ist mehr als nur Exporte, das sind auch Importe und Investitionen. Und es gibt auch sowas wie eine Art Abhängigkeit im Denken. Ja, es gibt so ein Narrativ, damit war die KP China sehr erfolgreich weltweit. Das heißt, der Aufstieg Chinas ist unaufhaltsam.
Ihr habt nur eine Wahl. Entweder ihr macht jetzt mit oder später zu schlechteren Bedingungen. Also diese Zuversicht, man habe den Wintergeschichte in den eigenen Segeln. So, das haben den chinesischen Kommunisten ziemlich viele Leute abgekauft. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes und sehr gefährliches Instrument der Abhängigkeit. Es gibt auch Abhängigkeiten personaler Art. Es gibt zum Beispiel in Berlin eine China-Brücke, eine sogenannte China-Brücke. Die ist konstruiert, soll eine Parallele sein zur Atlantikbrücke. Die sind faktisch am Bändel der Einheitsfrontabteilung der KP Chinas. Ein ehemaliger Innenminister aus der CSU ist der Chef davon. Der soll jetzt Vorsitzender werden der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Das nennt man Elite Capture. Das ist auch ein Element von Abhängigkeit. Und trotzdem glaube ich, dass diese Abhängigkeit nicht unüberwindlich ist. Ich wollte nicht so verstanden werden, dass ich sage, man muss sich keine Sorgen machen, aber man kann es ändern. Und im wirtschaftlichen Bereich hat die EU bereits in den letzten Jahren einiges unternommen mit sogenannten Trade Defense Instruments. Da war zunächst mal ein neues Anti-Dumping-Gesetz, das wir 2016 gemacht haben. Dann kam das Investment Screening dran, also für ausländische Direktinvestitionen, die möglicherweise Interessen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung bedrohen. Dann haben wir jetzt gerade ein International Procurement Instrument verabschiedet, mit dem eine gewisse Reziprozität in den Beschaffungsmärkten geschaffen werden soll. Wir sind am Verhandeln über ein Instrument, mit dem man sich gegen unfaire Subventionen in Drittländern wehrt. Wir diskutieren über ein Instrument, mit dem man, wie die Amis das gemacht haben, Produkte aus Zwangsarbeit vom eigenen Markt ausschließen kann. Das ist in Amerika heißt es Uyghur Forced Labor Prevention Act. Das heißt, da gibt es auch Gegenwehr, die sich schon entwickelt hat und mit der man da auch Grenzen setzt. Es ist gut, dass Sie da auch hinweisen auf diese konkreten Mechanismen, die vielleicht auch in der deutschen Debatte nicht so präsent sind. Manfred, du hattest, glaube ich, noch eine Frage. Oder, ja. Ja, vielen Dank, Manfred Berg. Ich bin Professor für amerikanische Geschichte hier in Heidelberg und hätte viele Fragen, aber ich will den großen weißen Elefanten ansprechen. Sie haben ausgeführt, warum Russland schwach ist im Prinzip, aber Russland verbleibt unter Putin eine Option, nämlich die nukleare Erpressung. Wir haben alle gehört, was er an diesem denkwürdigen 24. Februar gesagt hat. Und das eine ist, sind wir kurzfristig darauf vorbereitet, nach Ihrem Eindruck eine Krise durchzustehen, in der ähnlich wie in der Kuba-Krise 1962 es auf die Nervenstärke ankäme, einer solchen Erpressung zu widerstehen. Und zweitens, und ich würde hier mich Florian Böller anschließen, im Falle des Worst Case am 5. November 2024, nämlich einer Wiederwahl Trumps oder eines seiner Gesinnungsgenossen, müsste nicht eigentlich die Europäische Union für solche Fälle auch an eine eigenständige nukleare Option denken? Das ist ein großes Tabu und das ist in der deutschen Politik sicher höchst unpopulär. Aber wir haben ja, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, das eine oder andere Tabu schon gebrochen. Vielen Dank. Dankeschön. Weil weder in Berlin noch in Brüssel, und zwar sowohl bei den Europäern wie bei der NATO, irgendjemand in eine Situation geraten will, wie Kuba. Deswegen gibt es eine Reihe von roten Linien, die wir für uns selbst gesetzt haben. Deswegen sagt der NATO-Generalsekretär bei jeder passenden Gelegenheit, wir werden nicht Teilnehmer an diesem Krieg werden. Wir werden keine Truppen schicken. Deswegen hat es auch dieses
diese merkwürdige Aufführung gegeben, wo erst die USA Polen aufgefordert haben, der Ukraine MiG-29 zu schicken und die Polen das nicht gemacht haben, weil sie sich fürchteten, sie könnten dann in die Rolle eines Kriegsteilnehmers geraten und dann sich revanchiert haben mit dem listigen Vorschlag, man könnte ja die Maschine nach Rammstein schicken und können es die Amis den Ukrainern geben, und Biden hat auch Nein gesagt. Das war beides motiviert von dieser Vorstellung, wir müssen da bestimmte Grenzen einhalten. Nach internationalem Recht ist man nicht Kriegsteilnehmer, wenn man einem Land Waffen zur Unterstützung liefert. Aber wenn man aktiv in diesen Krieg eingreift, dann schon. Und deswegen will die NATO das um keinen Fall machen. Und dahinter steckt genau diese Sorge, dass man sonst eine Eskalation in Richtung einer nuklearen Konfrontation nicht ausschließen könnte. Und ich glaube nicht, dass irgendeine europäische Regierung über diese Schwelle gehen wird. Dann kann man natürlich trotzdem noch spekulieren, was ist, wenn er verrückt ist und einfach durchdreht. Darauf gibt es natürlich nie eine gültige Antwort, aber es gibt... Herr Bütikofer, wenn ich da einhaken darf, er muss ja noch nicht mal verrückt sein, sondern nur in seiner eigenen Logik besonders kaltblütig. Sie haben gesagt, wir müssen eigentlich aus europäischer, aus westlicher Perspektive dafür sorgen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Aber aufgrund der angesprochenen Atomwaffen hat Putin, verfügt er immer über eine Eskalationsdominanz, weil er potenziell noch einen weiteren Schritt gehen könnte, zu dem wir offensichtlich, wie Sie es ja auch ausgeführt haben, nicht bereit wären. Das heißt, wie können wir dieses Paradox lösen, wir die Ukraine zum Sieg verhelfen? Ich glaube, diese Eskalationsdominanz ist nicht unumschränkt. Die offizielle russische Position heißt, wir werden Atomwaffen einsetzen, wenn Russlands Existenz gefährdet ist. Jetzt kann man natürlich bei einem imperialen Ideologen wie Putin da Verschiedenes drunter verstehen. Was würde Russlands Existenz gefährden? Er glaubt ja, Russlands Größe ist nur möglich, wenn Russland die Ukraine kontrolliert. Deswegen könnten sich da die Interpretationen sehr ungünstig verschieben. Und trotzdem glaube ich, hat er da keine völlige Handlungsfreiheit. Also Josep Borrell hat im Europäischen Parlament von dem Gespräch mit Li Keqiang beim Gipfel berichtet und gesagt, die Chinesen hätten an der Stelle, das war die einzige Stelle, wo er gesagt hat, dass es eine Übereinstimmung gegeben hätte, an der Stelle gesagt, also dass für sie der Einsatz von Massenvernichtungswaffen eine Grenze wäre. Und Ich glaube ihm das, und ich glaube, dass das auch verständlich ist aus chinesischer Perspektive. Wenn Putin dieses Menschheitsverbrechen, das er gerade begeht, noch toppen wollte, indem er jetzt auch noch Massenvernichtungswaffen oder Atomwaffen, speziell Atomwaffen einsetzt, dann würde die Position Russlands völlig unhaltbar werden. Da gibt's keine 35 mehr, die sich enthalten. Da bin ich nie mehr sicher, dass 5 gibt, die dagegen stimmen. Also jetzt heißt das natürlich nicht, dass dann die Atomwaffen nicht fallen, aber sozusagen für China wäre das, mit Putin in einer Allianz zu sein, der in dieser Art und Weise dieses ganze Lager der Diktatoren diskreditiert, wäre, glaube ich, schwer vorstellbar. Und deswegen, glaube ich, gibt es eine politische Dynamik, die ihn wahrscheinlich daran hindern wird. Und dann gab es noch eine Geschichte, das haben Sie vielleicht gesehen, da ist am Anfang des Krieges ist eine Analyse publiziert worden, von der es hieß, sie käme aus dem russischen Geheimdienst. Und da hat ein Geheimdienstmitarbeiter sich sehr abfällig über die Kriegführung geäußert etc., und hat dann auf die Frage, und was ist, wenn Putin Atomwaffen einsetzt, etwas schnippisch geschrieben. Naja, einer, der so viel Angst
vor Ansteckung hat, dass er seine nächsten Mitarbeiter 6 Meter weiter sitzen lässt, der ist vielleicht nicht unbedingt drauf und dran, nuklearen Selbstmord zu begehen. Ich sage nicht, man kann es ausschließen, aber ich halte es nicht für eine wahrscheinliche Entwicklung. Ja, genau. Hallo, mein Name ist Detlef Junke. Wir kennen uns seit den 70er Jahren. Ich brauche mich nicht vorstellen. Ich habe 2 oder 3 Fragen. Die erste ist nach einer relativ unabhängigen Verteidigungskomponente Europas. Wir wissen, dass die europäische EVG 54 an der französischen Nationalversammlung gescheitert ist. Ein Jahr später hatten wir die NATO. Seitdem gibt es immer wieder diese Idee. Ist das eine weltgeschichtlich realistische Annahme, dass das je dazu kommen würde? Und innerhalb dieser Frage ein besonderes Problem. Macron, wie viel Gaullismus steckt in Macron? Die Vocation européenne et mondiale de la France ist nach meiner Ansicht eine Komponente, die eine Bremse ist für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Das ist die erste Frage. Die zweite ist zum Begriff der Hegemonie. Ich glaube, es war Ende März, als Hillary Clinton einen Nachruf auf die Frau Albright geschrieben hat. Und da sagte ja, es gibt Hegemonen und Hegemonen. Und das Besondere der Amerikaner sind, dass bei allen Defizienzen, die wir haben, wir doch die einzige Hegemonalmacht sind, die am liberalen Internationalismus festhält, zumindest theoretisch, aber zu drücken sagt, und das macht keine andere. Und es sei eben ein verkürzter Hegemoniebegriff, die wir auf Sicherheit und Ökonomie machen. Und dann Schluss vielleicht eine Frage an Sie als Diplomat. Was wäre eigentlich passiert, wenn Herr Scholz bei diesem langen Gespräch gegen Tisch einfach mal gewunken hätte zu Herrn Putin, einfach mal gewunken hätte? Was wäre eigentlich passiert? Einfach mal gewunken hätte. Also ich kenne jetzt den Olaf Scholz sehr lange, bin gut mit ihm befreundet und schätze ihn außerordentlich. Aber einmal einfach nur winken tut er nie. Wir nehmen noch mal die nächsten 2 Fragen dazu und Sie suchen sich dann was aus. Hallo, meine Frage würde anknüpfen an den 2. Themenblock. Da ging es darum, welche Lehren wir aus dem aktuellen Konflikt ziehen in der Begegnung mit der zukünftigen China-Politik oder welche Lehren können wir ziehen, wenn es im chinesischen oder ostasiatischen Raum zu einer Konfrontation kommt. Und da hatten Sie davon gesprochen, dass wir uns in Deutschland und der EU vor einseitigen Abhängigkeiten wahren müssen und diese vermeiden müssen. Und meine Frage dazu ist das nicht eine viel zu passive Rolle? Da werden wir immer wieder getrieben in diese reaktionäre Rolle. Es gibt eine Aktion aus dem asiatischen Raum von China. Und Sie haben auch eben von den Anti-Dumping-Maßnahmen geredet und viele andere politische Pakete beschrieben, aber das sind für mich alles passive Maßnahmen. Müssten die EU als Akteur nicht viel aktiver auftreten, auch gerade vorausschauend als Gegenspieler im südamerikanischen Raum, im afrikanischen Raum, um da ganz strategisch materiell vorzugehen, sprich im Bereich Kooperation, Nahrungsmittel, Ressourcen. Aber auch ideell müsste die EU nicht viel mehr eine aktivere Rolle einnehmen in der Proklamation und in der Werbung für die Demokratie, wie es China quasi auch für sein eigenes System tut. Dankeschön. Und? Herr Bütikofer, Sie erwähnten in Bezug auf die chinesisch-russischen Beziehungen, dass China beunruhigt sei angesichts der gegenwärtigen Ereignisse in der Ukraine. Andererseits erwähnten Sie auch, dass hier ein Bündnis vorliegt, der Gestalt, dass man einen gemeinsamen, ich nenne es mal, Feind ausgemacht hat.
Wie gefestigt sehen Sie die russisch-chinesischen Beziehungen oder dieses Bündnis? Wenn ich mir ein Urteil erlauben darf, bin ich der Auffassung, dass dieses Verhältnis, dieses Bündnis asymmetrisch ist. Ich sehe die Chinesen wesentlich stärker aufgestellt wirtschaftlich. Es liegen auch demografische Spannungen vor. Und konkret lautet meine Frage, sehen Sie eine Möglichkeit für das transatlantische Bündnis, aber vor allem für die US-Amerikaner als Supermacht, zwischen diese beiden Mächte einen Keil zu schieben, was ja auch die Neorealisten in den USA, ich erwähne jetzt mal John Mersheimer, fordern, die der Auffassung sind, man müsse Russland für sich gewinnen gegen China, vor dem Hintergrund Pivot to Asia. Meine zweite Frage, ich weiß nicht, inwiefern Sie dabei objektiv sein können angesichts Ihres parteipolitischen Hintergrundes, aber wie bewerten Sie das bisherige Agieren, Wirken unserer Bundesaußenministerin Frau Baerbock? Vielen Dank. Das war jetzt ein ganzes Paket, Herr Bütikofer. Ja, Sie dürfen so ein bisschen selektieren, wenn Sie wollen, und dann sich die wichtigsten Fragen rauspicken. Also ich war Herrn Berg eine halbe Antwort schuldig geblieben über die Frage, was passiert mit der europäischen Sicherheit, wenn Trump zurückkommt. Und Herr Juncker hat dann in dieselbe Kerbe gehauen. Ich glaube, dass wir Europäer mehr gemeinsam zur eigenen Sicherheit beitragen müssen. Dann guckt man sich die Zahlen an und schüttelt den Kopf. Wir geben EU-Mitgliedsländer zusammengerechnet 3 bis 4 Mal so viel für Verteidigung aus wie die Russische Föderation. Haben aber nicht den Eindruck, dass wir damit viel Sicherheit kaufen. Wir haben, wo die USA 30 Waffensysteme haben, haben die Europäer 6 Mal so viele. Für alles gibt es Spezialanfertigungen, und den französischen Hubschrauber kann der deutsche Pilot nicht fliegen, weil da irgendwie 3 Knöpfe anders sind oder so. Das heißt, wir haben eine Zersplitterung. Europäische Rüstungsindustrie wird nicht unter dem Gesichtspunkt von Sicherheit betrieben, sondern unter dem Gesichtspunkt von Regionalpolitik. Und ich glaube, dass man, wenn man sich diese Dinge anguckt und dann die bescheidenen Ansätze des Verteidigungsfonds oder von PESCO sieht, sagen kann, da ist noch viel Spielraum für mehr Wirksamkeit in der europäischen Kooperation. Nur strategisch betrachtet halte ich es nicht für ein Ziel zu sagen, wir wollen als Europäer sozusagen unbedingt auf eigenen Füßen stehen, sondern ich halte es für vorteilhaft, dass wir das und für unsere Sicherheit in Kooperation mit Partnern eintreten. Dabei bin ich nicht einer, der glaubt, das alte transatlantische Verhältnis könnte man wieder fröhlich Urständ feiern lassen. Ich glaube, die Zeit, in der man vom Westen reden konnte, ist längst vorbei. Und auch in der aktuellen Konfliktlage erleben wir ja, dass es nicht nur der Westen ist, der agiert. Japan ist dabei, Australien ist dabei, sogar Singapur hat zum ersten Mal seit 78 überhaupt Sanktionen verhängt, und zwar gegen Russland jetzt in dieser Situation. Das heißt, es ist längst nicht nur das, was mal der Westen hieß. Und ich glaube auch, es ist gut, dass wir uns nicht zurückziehen auf diesen alten Begriff des Westens und meinen, dahin müssten wir zurück, sondern dass wir wirklich gucken, wo sind unsere Partner. Und diese Partner sind auch nicht nur die Demokratien, will ich ausdrücklich sagen. Ich glaube, im ASEAN-Raum wird es ein bisschen schwierig, und sonst wo vielleicht auch, wenn man nur sagt, es geht um den Konflikt zwischen Demokratie und Autoritarismus. Singapur ist keine Musterdemokratie, aber ein Land, das Interesse hat an einer multilateralen, wertebasierten multilateralen Ordnung, das würde ich Ihnen schon zusprechen. Und deswegen glaube ich, müssen wir da mit dem Begriff Like-Mindedness nicht sehr engstirnig umgehen. Und ich halte nichts von einer sicherheitspolitischen oder überhaupt von einer politischen Leitvorstellung, die meint, Europa sei am besten gedient, wenn Europa sich auf sich selbst bezieht,
sondern die Grundidee, die DNA Europas heißt Stronger Together. Wir sind stärker, indem wir mit anderen zusammenarbeiten. Und das sollte, glaube ich, auch in dieser Situation unsere Grundhaltung bleiben. Das heißt, einerseits selber mehr Beiträge leisten, das ist auch möglich. Aber wenn wir jetzt eine europäische Nuklearmacht aufbauen wollten, ich bin erstens nicht sicher, dass es stabilisierend wäre. Und ich bin zweitens nicht sicher, dass es die Widersprüche reduzieren würde. Und ich bin drittens ziemlich sicher, dass wir da nicht mit 2% BIP für die Rüstung auskämen, sondern wahrscheinlich 5 oder 6 brauchen würden. Bin nicht sicher, dass es politisch überhaupt sozusagen irgendwo eine Realisierungschance hätte. Dann hat eine Dame gesagt, Europa soll es nicht nur so passiv dahin trotteln, sondern auch aktiv werden. Da bin ich ganz einverstanden. Wenn ich sage, Abhängigkeiten vermeiden, das kann man natürlich auch anders ausdrücken. Da kann man sagen, daran arbeiten, dass man eben nicht nur eine Bezugsquelle hat. Die Japaner haben da in ihrem Programm zur Überwindung der aktuellen Pandemiekrise so ein paar Programme aufgelegt, wo sie Zuschüsse geben für Unternehmen, die ihre Manufacturing-Kapazitäten, die bis jetzt ausschließlich in China sind, entweder teilweise nach Japan zurückverlagern oder nach Südostasien verlagern und dadurch sagen eine einseitige Abhängigkeit von einer chinesischen Bezugsquelle reduzieren. Das ist eine aktive Politik. Eine andere aktive Politik, die ich vorhin nur im Vorbeigehen erwähnt habe, ist diese Politik der Global Gateway Initiative. Das ist, um es zu versuchen, mit einem Satz zu sagen, ist eine Kombination von 3 Elementen. Infrastruktur, Entwicklungszusammenarbeit, digital-ökologische Transformation der Wirtschaft und geopolitische Interessen zu verfolgen. Und da gibt es durchaus großes Interesse an dieser Politik. Das heißt, die Europäer sind über den Punkt hinaus, wo sie nur passiv gearbeitet haben, das glaube ich schon. Habe ich mit der Hegemonie, das habe ich ja in anderen Worten gesagt. Ich habe gesagt, es macht einen Unterschied, ob mein Hegemon bestimmte Werte mit mir teilt oder ob mein Hegemon ein totalitärer Staat ist, ein totalitärer Parteistaat. Trotzdem glaube ich, muss man nicht ignorieren, dass die letzten Jahrzehnte nicht einfach von einer Hegemonialpolitik geprägt waren. In den 70er Jahren, von denen Herr Juncker gesprochen hat, war es irgendwie klar, es gab keinen Flecken in der Welt, wo man sich nicht entscheiden musste, ob man auf der Seite der Amis oder auf der Seite der Sowjets ist. Selbst die afrikanischen Befreiungsbewegungen haben sozusagen sich da entscheiden müssen und zum Teil hat es dann an der Universität Heidelberg sogar skurrile Konsequenzen nach sich gezogen. In diese Situation will ja keiner zurück mehr, wo man nur sozusagen auf der einen oder auf der anderen Seite sozusagen unter Kuratel sein kann, sondern die Länder wollen selber Gestaltungsmacht auch haben und das ist ja der Vorteil des multilateralen liberalen internationalen Ordnung, dass das jedenfalls ansatzweise möglich wird, obwohl natürlich große Länder wie die USA sich nie hundertprozentig an diese Idealvorstellung gehalten haben. Und deswegen finde ich auch, man darf es nicht reduzieren auf die Frage, welcher Hegemon, sondern können wir möglichst viel verteidigen, auch in der Handelspolitik, möglichst viel verteidigen an einer internationalen Ordnung, in der unterschiedliche Akteure jeweils einen aktiven Beitrag leisten können und nicht nur Hintersassen sind. Dann die Frage, wie viel Gaullismus in Macron steckt. Hoffentlich genug, damit die Franzosen ihn jetzt wählen.
Für meinen Geschmack zu viel, aber so allmächtig ist er dann in Europa auch wieder nicht, dass wir uns jetzt vor allem am Gaullismus von Macron aufreiben müssten. Ich glaube, das lässt sich schon einigermaßen eingemeinden. Und jetzt? Da war noch eine Frage, das Kommilitonen mit Blick auf die Allianz zwischen Russland und China, wie stabil die ist. Ich halte die für ziemlich stabil. Vor allem, weil die sich im Partner selbst erkennen. So wie für Putin die Kontrolle über die Ukraine zum elementaren seines Bildes der Größe Russlands gehört, so ist für Xi Jinping die Eroberung oder die Kontrolle von Taiwan unverzichtbare Voraussetzung für die sogenannte Rejuvenation of the Chinese Nation, für den chinesischen Traum. Das ist nicht irgendwie eine Nebensache, das ist ein ganz zentrales, ideologisch festgezurrtes Element. Da gibt es Parallelitäten. Dann haben beide aus autoritären Traditionen kommend das Autoritäre perfektioniert, zu einer letztlich Ein-Mann-Show perfektioniert. Ja, also das Maß an Personenkult, das der Xi Jinping in China abfeiern lässt, hat der Mao höchstens für 2-3 Jahre in der Kulturrevolution übertroffen, aber sonst eigentlich eher nicht. Ja, und auch gegenüber, also die KP Chinas war zur Zeit von Hu Jintao oder Jiang Zemin eine Art korrupte, kommunistische Adelsaristokratie. Ja, so. Der Xi Jinping hat da ein Parteikaisertum draus gemacht. So, da erkennen Sie sich auch wieder, der Zar im Kaiser und der Kaiser im Zar. Ja. Und Sie sind auch beide der Meinung, dass Sie den Anspruch haben, Ihre Peripherie als Hinterhof zu behandeln. Der Putin, Zentralasien und die ehemaligen Warschauer Paktstaaten und der Xi Jinping auf jeden Fall Ostasien und so weiter. Und Sie haben auch eine fundamentale Gemeinsamkeit, indem Sie sozusagen dieses ganze Grundprinzip der liberalen Weltordnung ablehnen, fundamental ablehnen und sehen sich dabei als Verbündete. Es ist richtig, dass China viel mächtiger ist als Russland. Es ist auch richtig, dass es da auch Spannungen gibt. Es ist auch zu beobachten, dass immer wieder mal, nur damit es keiner vergisst, ein besonders nationalistischer chinesischer Obrist dann einen Artikel veröffentlichen darf, dass eigentlich ein Großteil des russischen Fernen Ostens China gehören sollte. Diese Widersprüche gibt es, aber ich glaube, die sind sekundär gegenüber der gemeinsamen Feindschaft und gegenüber der gemeinsamen Hoffnung, dass diese Gegner gerade schlagbar sind. Wenn Xi Jinping sagt, change is not seen in 100 years, dann redet er davon, es gibt hier ein Zeitfenster, in dem die Kräfteverhältnisse umgewälzt werden können. Und das führt er auf die internationale Schwäche und auch auf die heimische Schwäche der Europäer und der USA zurück. Und ich glaube, dass auf der Basis eine ganz große Gemeinsamkeit existiert und diese in Amerika nennen sie das to pull an inverse Kissinger, ja, also wie Kissinger, also die Chinesen sozusagen eingefangen hat, damals in den frühen 70er Jahren, das jetzt mit den Russen zu machen. Das hat der Trump versucht. Das kann nicht funktionieren, weil Kissinger konnte das nur machen, weil es
die Polemik über die Generallinie zwischen der KPDSU und der KP Chinas vorher gab, weil es Grenzkonflikte am Ussuri vorher gab. Die Zerrissenheit war da und die hat der Kissinger nicht erfunden, sondern ausgenutzt. Jetzt gibt es diese Zerrissenheit zwischen China und Russland gerade gar nicht. Und jetzt zu glauben, man könnte das von außen darauf projizieren, ob man jetzt Mearsheimer heißt oder wie, ist mir egal, das hat mit Realismus gar nichts zu tun. Da kann man auch Neorealismus dazu sagen, ist auch noch falsch. Das heißt wiederum nicht, dass die immer, das will ich nochmal sagen, immer im Gleichschritt marschieren. Die Chinesen haben andere Methoden, weil sie auch andere Mittel haben, weil sie ökonomische Mittel haben, die Putin nicht hat und so weiter und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass es da eine große Gemeinsamkeit gibt. Und dann war noch eine Frage, was ich von der Außenministerin halte. Ich finde die ganz gut. Ja. Vielen Dank, das war doch quasi ein super Schlusswort. Wir wollten über die Krisen und die Kriege in Europa, die liberale Weltordnung sprechen. Ich glaube, das haben wir getan. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das so ausführlich zu machen, mit uns darüber zu sprechen. Auch vielen Dank Ihnen fürs Kommen und für die Fragen. Und damit gebe ich an Welf weiter. Ja, ich glaube, wir haben ein ganz außergewöhnliches, dichtes und konzentriertes Gespräch hier erlebt, eine Sternstunde der öffentlichen Veranstaltung hier an der Universität. Ganz herzlichen Dank, Herr Bütikofer. Vielen Dank, Florian Böller.